Gleich geht's los mit dem Tigerentenclub und dem spannenden Duell Tigerenten gegen Frösche. Außerdem wird es ziemlich witzig heute, denn es geht um lustige Streiche und richtig fiese Pranks. Denn wir stellen euch die neue Sendung Verstehen Sie Spaß Kids vor. Und ja, da musste auch meine Kollegin Amelie ordentlich dran glauben, warum sie eine Made ablecken musste. Verraten wir euch später. Jetzt schalten wir in die Spielearena. 3, 2, 1, go. Tigerentenclub mit Günther Kastenfrosch, Club DJ Max. Und hier sind Amelie und Johannes. Guten Tag, Leute. Willkommen im Tigerentenclub. Schön, dass ihr dabei seid, Mensch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, hier geht's heute richtig rund. Wir haben jede Menge Action, Spiele und Quiz. Ja. Günni ist auch dabei, ist schon im Urlaubsmodus heute, hat die pinke Hose extra angezogen. Schön, dass du dabei bist, Günni. Und wir freuen uns natürlich auch auf die Teams. Meine Frösche kommen von der Wilhelm-Lorenz-Realschule aus Ettlingen. Hier sind für euch Sarah, Jasmin und Leonas. Und ihre Klasse ist uns natürlich live zugeschaltet und feuert hoffentlich an. Ob das lauter geht? Ich glaube schon. Meine Tigerenten kommen vom Ludwig-Frank-Gymnasium aus Mannheim. Darf ich vorstellen? Die zauberhafte Line, David und Oskar. Und auch eure Klasse ist live zugeschaltet. Keine Sorge, sie haben nicht die falschen Trikots an. Sie sind einfach fair, sportstief. Wir haben das Schultrikot an. Ist das richtig? Ja. Zwei starke Teams, die wir jetzt näher kennenlernen wollen. Wir fangen an mit meinen Fröschen und mit Leonas. Er liebt das Achterbahnfahren und Schnorcheltouren. Sarah macht Gerätetouren und Gardetanz. Und Jasmin, ich freue mich, dass sie überhaupt noch da ist, denn sie möchte gerne in die Vergangenheit reisen. Starkes Team, kommen wir zum Tigerentencheck. Line ist Leistungsturnerin und will unbedingt an einer Turn-WM teilnehmen. David spielt Handball und will Gedanken lesen können. Und Oskars liebstes Hobby ist Hockey und auch er will Profisportler werden. Da würde ich sagen, können wir anfangen. Möge die Jagd auf die Notbremsen beginnen. Wir kommen zum Team Check. Wir spielen mit Oskar und Leonas. Kommt mal bitte nach vorne, ihr beiden. Ihr werdet gleich gegeneinander Wackeltransport spielen. Wie es funktioniert, erklären wir euch gleich. Vorher, Leonas, eine Frage. Du fährst wahnsinnig gerne mit Achterbahn. Was findest du daran so cool? Also ich mag, dass es so schnell ist. Und ja, also dass man halt sehr viele verschiedene Geschwindigkeiten hat und verschiedene Loopings und Schrauben. Das mag ich halt daran. Wird dir nicht schlecht, wenn das so hier so und dann hier rum und... Nö. Noch nicht. Was war denn die krasseste Achterbahn, die du bisher gefahren bist? Weißt du das noch? Im Moviepark, da war ich in den Sommerferien. Und da ist halt so eine Achterbahn, die ist sehr schnell und ja, die mag ich sehr. Das ist krass, ich beneide dich sehr. Mir wird immer schlecht, ich kriege immer ein flaues Gefühl im Bauch bei Achterbahnen. Ja, mir auch. Lieber Oskar, du willst mal Profisportler werden. Wie stellst du dir dann so ein Leben als Profisportler vor? Man geht zum Training. Vielleicht hat man sehr viel Spaß, muss man ja haben. Vielleicht? Ganz sicher, oder? Ja. Und du bist auch Sportler, du spielst Hockey. Ja, beim TSV Mannheim. Und das macht mir echt viel Spaß. Ich habe immer Training und ja. Jetzt musst du uns einmal deine Zähne zeigen. Sind sie alle noch drin? Ja. Okay, die bleiben jetzt auch bei dem Spiel noch in Oskars Mund. Ich hoffe nicht, dass ihr sie verliert. Es geht um Wackeltransport. Das Ganze dauert 45 Sekunden. Eure Aufgabe ist es, hier diesen Kochlöffel zu nehmen, Tischtennisball obendrauf und dann durch unseren Parcours, wie Amelie unten drüber, wie Amelie oben drüber und jetzt wie Amelie durch den Buchstaben und am Ende sollte der Ball in diesen Behälter kommen. 45 Sekunden habt ihr Zeit. Es geht um die erste Notbremse in 3, 2, 1, go! Auf geht's! Super, Oskar gestartet. Ganz vorsichtig. Das Leonas, ist auf meinen Kopf Leonas. Langsam ablegen. Sehr gut! Stark! Line, David, feuert Oskar! Sarah, Jasmin, ihr müsst anfeuern! Leonas! Und der zweite Ball! Nicht zu schnell werden! Konzentration! Super! Nein! Kurz vom Ziel verbrannt! Super, Oskar! Weiter so!
zwei Bälle noch. Das schaffen wir noch. 5, 4, 3, 2, 1. Wir waren drin. Stark. Wir waren noch drin auf die letzte Sekunde, oder? Wir waren noch drin, ja. Dann zähle ich mal aus. Bei den Fröschen habe ich einen Ball. Ich habe zwei Bälle. Ich habe drei Bälle. Bei den Tigerenten hat der liebe Oskar 1, 2, 3, 4 Bälle erspielt. Das heißt, die erste Notbremse geht an die Tigerenten. Das war unser Teamcheck, der Wackeltransport. 45 Sekunden hatten beide Zeit und am Anfang sind sie gleich auf. Ja, dann verlieren die Frösche leider einen Ball. Kopf an Kopf rennen. Oskar schafft es, mit einem Ball die erste Notbremse auf unser Konto zu gewinnen. Meine Siegerenten sind heute richtig gut in den Wettkampf gestartet. Wir kämpfen um den goldenen Siegerpokal, aber auch für den guten Zweck. Und zwar ein Projekt der Kinderhilfsaktion Herzenssache von SWR und SR. Und da geht es um 600 Euro für den ersten Gewinner und 400 Euro für den zweiten Gewinner. Meine Tigerenten kämpfen heute für das Projekt Miteinander leben lernen. Worum geht es denn da? Es geht darum, dass nichtbehinderte und behinderte Kinder Zeit miteinander verbringen und dann verschiedene Sachen miteinander unternehmen, wie basteln, malen, schnitzen und Ausflüge machen. Menschen mit Behinderung sollten die gleichen Möglichkeiten haben wie alle Menschen. Wunderschönes Projekt. Danke, liebe Tigerenten. Auch die Frösche unterstützen ein Projekt der SWR Herzenssache. Das Ganze nennt sich Gemüsegärten an Schulen. Und Jasmin, du bist so lieb und verrätst mir, worum geht's da? Wir spenden das Geld an das Projekt Gemüseakademie. Das sind halt Grundschüler, die lernen, wie man Gemüse richtig einpflanzt und ja, was besonders gut schmeckt und was das für eine Gemüseart ist. Und ja. Ja, sau cooles Projekt, weil es einfach darum geht, wo kommen unsere Lebensmittel her, wie ernährt man sich gesund. Dankeschön, Jasmin. Tolles Projekt der Frösche. Und wir wollen dafür natürlich 600 Euro, aber dafür brauchen wir logisch eine Notbremse und die können Sie sich jetzt erspielen beim Froschhüpfen. David und Jasmin spielen Froschhüpfen. Vorher wollen wir ein bisschen mit ihnen quatschen. Ich hoffe, wir können quatschen, weil Jasmin kriegt gerne mal einen Lachflash, habe ich mir sagen lassen. Es geht schon ein bisschen los. Ich habe aber eine Frage, Jasmin. Du möchtest gerne in die Vergangenheit reisen. Ja. Warum denn? Da kann man mit seiner Familie und Freunden wieder die Momente erleben, die man besonders cool fand. Und da kann man auch, wenn ich zum Beispiel gelogen habe, kann ich das auch wieder gut machen oder so. Ja, und meine Uroma ist gestorben und ich will sie halt so gerne wiedersehen. Dann würde ich halt in die Vergangenheit reisen. Ja. Kann ich total nachvollziehen. Ich würde auch gerne noch mit meinem Opa und meinem Papa Fußball spielen. Das wäre super. Ich kann das so nachvollziehen. Mhm. Drück dir deswegen jetzt besonders die Daumen beim Froschhüpfen. Ja. Ein sehr schöner Wunsch, lieber Jasmin. David, du bist Handballer. Ja. Worauf kommt es denn da an? Es kommt auf Teamgeist an, dass man platziert und stark werfen kann. Und dass man ein bisschen was von Taktik versteht. Hast du dir eine Taktik heute zurechtgelegt fürs Froschhüpfen? Ja, ein bisschen. Ich denke, es kommen jetzt erst drei Felder und ich glaube, die kommen dann immer wieder dran in den ersten drei. Du hast es nämlich gesagt, wir spielen nämlich um drei Level. Genau, stellt euch mal bitte in die Mitte auf die Froschhüpfenfelder. Der Computer gibt euch jetzt eine Hüpfreihenfolge vor. Zuerst 3, dann 5, dann 10. Wenn ihr 3 richtig erspringt, kommen wir ins nächste Level, wären 5 und dann kommen wir zu 10 Feldern. Wir fangen an mit dem ersten Level. Es geht um 3 Felder. Jetzt in die Mitte stellen und beim ersten Ton geht's los für euch. Dann einmal in die Mitte stellen und wir lösen zuerst bei Jasmin auf. Und Jasmin? Ja, ich glaube, ich habe eins falsch, aber ich weiß nicht. Oh, okay. Dann schauen wir uns mal dein Ergebnis an. Alle richtig. Okay. Wir können grinsen, sehr gut. 3 richtig. Bei dir, David? Alles stabil? Ich denke auch, ja. Super, schauen wir uns das mal an. So ist es. Also, nächstes Level. Bitte einmal vor das Feld stellen und wir starten mit der zweiten Runde. Es geht um 5 Felder. Ihr macht das super. Los geht's. Ja.
Synchron gesprungen. Lieber David, lösen wir mal auf. Super, zweite Level geschafft. Ja. 5 richtige bei den Tigerenten. Weiter geht's mit den Fröschen. Optimal, Leute. Wir sind bei 10 Feldern angekommen. Jetzt geht's um alles. Jetzt geht's um die Notbremse. Lieber Computer, einmal volle Lotte, 10 Felder. Volle Konzentration und bitte. Das war die letzte Runde. Jasmin? Ja, ich glaube, ich habe nur 5 richtig. Nur 5? Ja. Wir schauen mal, was der Computer sagt. Hier ist das Ergebnis von Jasmin. Ach, super. Was? Ein Feld. Okay, ja. Wir nehmen das eine richtige Feld. David, ist deine Taktik aufgegangen? Nee. Nee? Wie viel glaubst du, hast du? Ich glaube, ich habe schon die ersten 5 habe ich gemacht. Halt. Das wäre ja schon mal super. Dann schauen wir mal dein Ergebnis an. 1. Auch nur 1. What? Leute, oh. Hui. Das Na bedeutet dann? Gleichstand. Es gibt 2 Notbremsen. Super! Du machst Spaß! Fair! 2 Spiele sind um, die Tigerenten führen mit 2:1 Notbremsen. Die ersten Level werden souverän gemeistert von David und Jasmin. Dann läuft es nicht mehr ganz so gut. Jedes Team eine Notbremse. Wir lernen jetzt 2 echte Prank-Experten kennen, nämlich die beiden hier. Das sind Sinan und Maxine. Sie moderieren das neue Online-Format Verstehen Sie Spaß Kids und so sieht das aus. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids. Das ist Maxine. Und das ist Sinan. Zusammen pranken Sie die Erwachsenen in der neuen YouTube-Show Verstehen Sie Spaß Kids. Ziemlich lustig und manchmal auch etwas gruselig. Meine Fresse. Und die beiden selbst machen auch jede Menge Quatsch. Heute mal ohne Torte im Gesicht. Hier sind sie für euch. Hier sind Maxine und Sinan. Hallöchen! Hi! Hi! Schön, dass ihr da seid, Leute. Ja, freut uns. Grüß dich. So, nehmt einfach Platz. Wir wollen quatschen okay. über Verstehen Sie Spaß Kids. Gerne. Also ihr moderiert dieses neue Format. Es ist sehr, sehr lustig. Wir werden gleich ein paar Ausschnitte sehen. Vielleicht, wer es noch nicht gesehen hat, um was geht's bei Verstehen Sie Spaß Kids? Verstehen Sie Spaß Kids ist quasi ein Ableger von Verstehen Sie Spaß. Und da geht es halt darum, dass wir als Kindermoderatoren quasi die Erwachsenen jetzt reinlegen aus der kindlichen Perspektive. Genau, und wir arbeiten da mit vielen Influencern zusammen und die sind auch bei uns zu Gast. Manche legen wir rein, manche sind unsere Lockvögel und unter anderem machen wir auch so Challenges gegeneinander und der Verlierer bekommt dann eine Torte ins Gesicht. Was war denn so die lustigste Szene bisher, der lustigste Prank? Der lustigste Prank? Vielleicht sogar der mit Amelie. Ja, ich glaube. Ja, den wir gleich zeigen werden. Genau. Ja. Wir verraten noch nicht, was da passiert ist. Kommt gleich, ihr werdet jede Menge Ausschnitte sehen. Du hast gerade angesprochen, Sinan, ihr habt Promis reingelegt, werdet sie reinlegen. Wer steht denn auf eurer Liste? Bürger Lars Dietrich zum Beispiel. Mhm. Johanna Klum war unsere Komplizin, also genau umgekehrt wie bei euch. Und? Da hatten wir in Österreich tatsächlich gedreht und das war auch ziemlich lustig. Hat gut geklappt? Ja. Hat gut ja, geklappt. Wir total. Wollen auf jeden Fall uns mal Ausschnitte anschauen, weil eure Show ist sehr, sehr lustig und das können wir auch beweisen. Sieht hier ein bisschen aus. Wissen Sie vielleicht, wo der Aachener Weiher ist? War das nicht da irgendwo? Die gehört übrigens zu uns und tauscht jetzt die Hunde aus. Direkt die Kaffee. Okay, dann probieren wir das erstmal. Dann suchen wir den Aachener Weiher. Okay, super. Ja. Danke schön. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Mach dann mal den Scheibenwischer nach. Also Scheibenwischer wäre so, ne? Ja, genau. Deine Arme sind länger. Kannst du mir das mal zeigen? Zeig du mir das bitte von der Seite auf der Ding, dass ich mir einfach es vorstellen kann. 3 Stufen von der Schnelligkeit. Ich hab keine Ahnung. Mach noch mal bitte.
Mach mal die schnellste Stufe. Und die zweite Stufe? Geh ein bisschen schneller. Du weißt, was ich meine, ne? Nein, aber du weißt ganz genau, was ich meine. Hiermit haben sich damals unsere Großeltern geprankt. Deswegen machen wir das Ganze heute etwas moderner. Es geht um den Furz und wir lassen die Erwachsenen denken, sie hätten gerade einen fahren lassen. Furz ab, die müssen einfach nur da rein. Oh, mein Rücken macht das nicht mehr mit. Danke. Die pupsen ja lauter als mein Meerschweinchen. Was war das denn? Was ist der? Oh, haben Sie gerade gepupst? Nee. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids. Hier ist die Kamera und direkt da vorne im Auto auch. Können Sie auch einmal winken? Das gute alte Furzkissen, es ist so einfach und so simpel, aber es funktioniert, oder? Total. Also mit dem Furzkissen haben wir ja tatsächlich nicht den Prank selber gemacht. Wir hatten eine Bluetooth-Box und haben davon die Sounds quasi abgespielt. Aber im Studio hat Sinan mir eins untergeschummelt. Ja, das war ziemlich lustig tatsächlich. Sag mal, verstehen Sie Spaßkids, wo kann ich das Ganze sehen? Das Ganze gibt es tatsächlich auf YouTube zu sehen, auf dem offiziellen Verstehen Sie Spaß-Kanal. Der ist jetzt so geteilt. Und zwar gibt es da die Videos von Guido und unsere Videos. Genau, jeden Sonntag kommt ein Video von uns. Und einmal im Monat gibt es dann tatsächlich eine ganze Sendung. Wir haben uns eben die Ausschnitte angeschaut. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil von dem, was ihr natürlich alles aufzeichnet und dreht. Wie bereitet ihr euch denn auf so einen Dreh vor? Wir bekommen Drehbücher. Aber man kann sich natürlich nicht wie bei jetzt einem Fernsehdreh auf eine Rolle vorbereiten und das Ganze auswendig lernen, weil du ja Direktreaktionen bekommst von den Opfern und dann improvisierst du halt. Genau, wir haben so grobe Vorgaben, wie das ungefähr ablaufen soll, aber natürlich jedes Opfer reagiert anders und da müssen wir uns halt immer drauf einstellen, okay, der mit dem kannst du jetzt ein bisschen weitergehen, weil du merkst schon, okay, der kauft dir das schon ab, ne? Und mit anderen, da musst du wirklich vorsichtig sein, was du dem erzählst. Jedes Opfer reagiert anders und jedes Opfer, also mit dem einen kann man weitergehen, mit dem anderen nicht so. Ihr habt ja auch die liebe Amelie reingelegt auf den Prank und wir wollen natürlich über die Story quatschen. Amelie, komm mal bitte zu uns. Hallo, hello again. Aus der Spielarena ins Studio. Hi. Hi, liebe Maxine. Grüß dich. Kurze Frage vorweg, war Amelie ein gutes Opfer? Auf jeden Fall. Ausgezeichnet. Wow. Verrat uns doch mal bitte, mit was haben sie dich geprankt? Wir wurden in den Zoo Neuwied geschickt, weil ich dachte, und du anscheinend nicht, dass da eine neue Ratte gibt, die madagassische Schmuckratte, die wir exklusiv und als einziges Fernsehteam in Deutschland den Zuschauern präsentieren. Also ist quasi, wir haben ein Tier erfunden, also ihr, ich war nur der Lockvogel, ihr habt ein Tier erfunden, Amelie durfte es kennenlernen, aber das gab es nie. Sagen wir so, es gab es nur als Stofftier, aber die liebe Amelie hat es halt bis zum Ende nicht gemerkt. Hast du es wirklich nicht gerafft? Nein, überhaupt nicht. Wirklich auch. Im Nachhinein sind so viele Situationen gewesen, wo ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Madagassische Schmuckratte. Ja, ich habe das auch nicht hinterfragt. Wenn man so wenn man in der Szene drin ist, man denkt gar nicht drüber nach, oder? Ich habe keine Kamera entdeckt, nix. Wie geht es eigentlich euch, wenn ihr prankt und ihr seid da mit Amelie am Start? Wie schafft ihr es nicht zu lachen? Also das ist wie so eine Rolle, in der du dann drin bist. Es wäre natürlich jetzt ziemlich fatal, wenn wir dann lachen und Amelie sofort merkt, okay, das stimmt hier so nicht. Mhm. Und wir hatten schon so unsere Rollen quasi eingenommen, so als Tierpfleger. Du musst dich ja nicht an das Skript halten, wenn du einfach denkst, okay, du bist jetzt einfach Tierpfleger, das ist jetzt dein Ding. Dieses Vieh gibt's wirklich, du bist Tierpfleger. Und dann kannst du das den Leuten auch so verklickern, wenn du es selber nämlich glaubst, so, weißt du? Wir gucken uns nämlich jetzt mal an, den ersten Teil, Amelie und die madagassische Schmuckratte. Eine Liebe auf den ersten Blick. Die geht halt viel über Geruch. Die muss halt dich kennenlernen, also deinen Körpergeruch. Und wir haben hier halt auch so ein paar Leckerchen oder so vorbereitet, die du dann drapieren kannst. Also dann lernt sie dich besser kennen. Du fängst am besten an, indem du jetzt mal so ein bisschen Mais hier reintust. Ganz genau. Mach mal eben so ein kleines Bällchen daraus. Genau. Jetzt musst du da drauf spucken und dann noch mal das ist mein Ernst. Du musst da drauf spucken und dann eben noch weiter diese Kugel rollen. Ein bisschen Obst ist unsere Ratte natürlich noch nicht beeindruckt. Nur für Amelie haben wir extra noch ein paar Insekten eingeschummelt. Da muss ich auch die Würmer nicht in der Hand halten. Die musst du anhauchen und gleich im Gehege verteilen.
Das ist nicht euer Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Aber alternativ kann man die auch anlecken. Ich weiß nicht, ob du das jetzt willst. Ich glaube, das schaffe ich wirklich nicht. Hast du Bock, einmal zu lecken und ich film's? Für die Silke? Ja, ich muss nichts sagen, ne? Ich leck sie nur an und... Einmal, ja gut, ich müsste die Zunge halten. Kannst die Hand ein bisschen flacher machen. Ah! Oh. Das war dieser eine Moment, wo ich dachte, oh, die tut mir echt ein bisschen leid. Yo. Wie war das denn für dich mit dieser Made? Ihr habt das alle so ernst genommen. Also es war ja so, dass ich habe wirklich lang gebraucht, um es dann wirklich anzudenken. Es war ja ein Riesenzeitraum. Mhm. Ich habe immer wieder gesetzt und dann dachte ich, nee, doch nicht. Und ihr habt alle gesagt, sogar du hast gesagt, ja natürlich, das würde ich auch machen, sowieso. Und habe ich schon so oft gemacht. Da habe ich mir so, Amelie, stell dich so an. Ja, das war witzig. Ich habe das schon ganz oft gemacht. Was ein Quatsch eigentlich. Fies, ganz fies. Ja, und dann wollte ich mich nicht anstellen und hab's gemacht. Aber du hast wirklich nichts geahnt, weil ich war mir auch nicht sicher. Teilweise checkt sie das jetzt nicht oder null. Nee, nie. Es gab keinen einzigen Moment. Es ist auf jeden Fall ein super cooler, sehr lustiger Prank geworden. Wir schauen uns gleich davon Teil 2 an. Aber jetzt geht's weiter bei unseren Teams im Studio mit den Tigerenten und den Fröschen. Aktuell steht es 2-1 für die Tigerenten. Und jetzt wird's richtig musikalisch. Im Tigerenten-Club werden Stars geboren. Also vielleicht beim Clubstar, denn auf unserer Bühne stehen gleich Sarah und Line. Wenn du dir Line und Sarah so anschaust, lieber Max, dann kann es ja nur gut werden, oder? Es kann nur gut werden heute, vor allen Dingen, weil wir sowohl bei den Tigerenten als auch bei den Fröschen echt coole Songs haben, zu denen wir richtig gut tanzen können. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, wir haben gleich alle echt gute Stimmung. Fangen wir an mit den Fröschen. Und zwar hat sich Sarah das Lied Shake It Off von Taylor Swift rausgesucht. Ich meine, Max, da muss es auf der Bühne abgehen, oder? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen Taylor Swift ist ja mit, glaube ich, jetzt die erfolgreichste Popsängerin aller Zeiten oder zumindest aktuell auf der Welt. Entsprechend erfolgreich war auch hier Shake It Off, der Song. Ein Song, um so richtig alles Schlechte, was man hat, alle blöden Energien, alle schlechten Noten aus der Schule so von sich zu schütteln und abzugehen auf der Bühne. Und das solltest du jetzt auch tun, Sarah. Also bitte einmal abrocken für DJ Max. Max, danke schön auf unserer Bühne. Sarah, die Gardetanz macht, jetzt bei uns abrockt. Sarah, sei unser Clubstar. I stay up too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Taylor Swift, Shake It Off. Und wie war es auf der Bühne? Ja, also es war eigentlich ganz gut. War es so wie beim Gardetanz? Nee, also weil ich mache Singen ja jetzt zum ersten Mal, weil mich ja noch nie jemand Singen gehört hat. Und Tanzen mache ich halt schon seit ich 3 bin und da hatte ich halt schon viele Auftritte. Das heißt, du standest das erste Mal jetzt bei uns im Tigerenten-Club auf der Bühne und hast live gesungen? Ja. Also mal ein fetter Applaus für Sarah, oder? Muss man richtig mutig sein. Boah. Aber so mal Gardetanz, seit wann machst du das? Also ich mache Gardetanz, seit ich 3 bin. Ich war damals bei den Vasenküken in Ettlingen und ich bin halt jetzt nach Malsch gezogen und jetzt bin ich in Malsch. Was sind denn so Elemente beim Gardetanz? Ja, also wir machen halt Teamarbeit so auch, weil wir das zusammen üben, weil die anderen schon länger dort sind und es vielleicht schon besser können und dann helfen sie den Neuen und ja. Dankeschön fürs Aufklären und Dankeschön für den tollen Auftritt. Der Computer gibt dir 2 Punkte, Sarah. Gut. 2 Punkte für Sarah. Und Sarah hat es gerade schon gesungen. Im Tigerenten-Club haben Haters nichts verloren. Nur Superboys und Supergirls. Und deswegen singt gleich die Line von den Tigerenten das Lied Supergirl von Alle Farben. Lieber Max, worauf kommt es da an?
Das ist ihr bekanntes Cover und es kommt darauf an, den Song genauso sympathisch zu verpacken, wie alle Farben auch tickt. Ich hatte neulich mit dem eine Radiosendung zusammen und normalerweise hast du in Interviews immer die Stars da hocken, die dir erzählen, ja, ich habe neue Musik gemacht, ein neues Album, das kommt dann und dann raus. Und alle Farben und ich, wir haben eine Stunde lang über Kochrezepte gesprochen. Das war so cool. Das ist ein total sympathischer Typ und Lina, genauso musst du den Song auch performen. Total sympathisch, Spaß haben und richtig schön zeigen, dass du echt gute Laune hast und Bock hast auf den Song. Lina ist jetzt schon unser Supergirl. Danke, Max. Jetzt macht sie es aber doppelt so gut auf dieser Bühne. Sei unser Clubstar. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in your eyes that no one is her chain. She's my girl, my super girl. And then she say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl, and super girls don't cry. And then she say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl, and super girls just fly. Lina, das war fantastisch. Und der Computer hat dir auch 3 Punkte gegeben für diese bezaubernde Stimme. Du hast super gesungen und dich super bewegt. Du bist nämlich Leistungsturnerin. Was bedeutet das? Das heißt, dass ich sehr oft in der Woche trainiere und dass wir auch viele Wettkämpfe haben. Ja, genau. Hast du schon mal Erfolge gehabt? Ja, schon relativ viele. Also ich wurde beim TTS-Pokal, das ist sowas wie kleine deutsche Meisterschaften, wurde ich Erste letztes Jahr. Und welche Disziplin machst du denn? Also wir haben 4 Geräte. Das ist einmal Stufenbarren, Schwebebalken, Boden und Sprung. Und da müssen wir halt unsere Übungen zeigen und dann kriegen wir da Punkte drauf. Und Punkte wird jetzt auch der Max für eure Performance geben. Komm mal ein Stückchen näher zu mir, dann können wir Max besser anschauen. Jetzt bin ich gespannt. Hast du aufgepasst? Coole Auftritte, ja. Ich habe sehr gut aufgepasst. Es waren wirklich coole Auftritte. Ich fange mal an mit dir, Sarah, von den Fröschen. Du hast vorher noch nie vor anderen Leuten gesungen, echt? Ja. Wow, ich finde es super mutig, dann hier im Studio mit den ganzen Kameras und all den Leuten hier aufzutreten. Wirklich Respekt dafür. Den Auftritt, ein bisschen mehr hättest du wahrscheinlich noch bewegen können, aber ich glaube, das war einfach die Aufregung, wenn du zum ersten Mal so, vor so vielen Leuten singst. Von mir gibst du die Frösche 2 Punkte. Und dann mache ich weiter bei den Tigerenten. Lina, du bist wirklich ein Supergirl, ganz ehrlich. Also ich muss die Performance bewerten, aber der Gesang, deine Stimme ist echt cool. Also ich kann mir wirklich vorstellen, wenn alle Farben mal wen sucht, dann sollte er dich vielleicht mal anrufen. Und für die Performance, weil du echt Spaß hattest und dich auch ein bisschen mehr bewegt hast, gibt es von mir für die Tigerenten 3 Punkte. Das heißt, die 4 Punkte bei den Fröschen. 6 bei den Tigerenten. Wir haben die 3. Notbremse am Konto. Supergirl. Super gemacht, Sarah. Das wird die alle. Richtig stark. Das war unser Clubstar mit Sarah von den Fröschen und Lina von den Tigerenten. 2 tolle Auftritte und damit steht es 3-1 für die Tigerenten. Wir sind zurück im Studio, quatschen mit Amelie, wir quatschen über Verstehen Sie Spaß Kids mit Sinan und Maxine. Und wir wollen uns jetzt den 2. Teil anschauen, weil die beiden haben nämlich Amelie geprankt und Amelie war auf der Suche nach der madagassischen Schmuckratte. Es gibt ein Problem, die gibt's gar nicht. Wir würden uns jetzt auf die Suche machen nach ein bisschen Sekret von ihr. Dieses Sekret ist natürlich kein echtes Sekret. Es ist bloß Zuckerrübensirup mit Sojasauce. Da ist ein bisschen was, aber wir müssten tatsächlich jetzt ein bisschen suchen. Ich weiß nicht. Ist es ein Häufchen oder ist es... Nee, es ist so ein bisschen dickflüssig. So harzmäßig. Harzmäßig, genau. Okay. Ich habe aber zum Glück in den letzten Wochen schon genug für Amelie eingesammelt. Es riecht wie so eine Süß-Sauersoße beim Chinamann. Ja, man benutzt es tatsächlich auch teilweise zum Würzen. Schon. In der madagassischen Küche. Und wenn sie auf eine 1,75er Höhe rumlatscht, so, wie war's? Nee. Deswegen krabbeln wir jetzt. Und ich muss dir noch 2 Rufe beibringen. Also es gibt einmal rufst du, es ist alles okay. Alles okay? Alles okay, aber das ist so. Wenn du das Sekret noch hier auf die Wangen tust, dann können wir die Blätter im Gesicht weglassen. Und wenn du sie rufen möchtest, dann.
Siehst du sie? Ja. Ja? Komm, du schaffst das. Das ist richtig Schiss, ne? Tut mir leid. Nicht so lang fackeln. Das ist ein Stofftier, ne? Schau mal runter. Schau mal runter. Nee, ihr wart nicht. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Ja, so sieht sie aus, die Amelie. Und das ist die madagassische Schmuckratte. Amelie, es war schon ein cooler Tag, oder? Ja, es war mega. Ihr habt es auch irre gut gemacht. Ich hab's euch wirklich abgekauft. Oh, danke. Doch. Dankeschön. Und im Nachhinein, ich war den ganzen Tag so über drüber und habe es überhaupt nicht gepackt. Also hattest gute Laune dann nach diesem Dreh, oder? Sehr. Wie ist das, wenn man sich jetzt so sieht? Und ich meine, es ist schon sehr lustig, ja, mit diesen Sachen im Gesicht und so. Ich habe es ganz anders wahrgenommen, weil ich hatte wirklich Angst. Ich saß, glaube ich, 40 Minuten vor dieser Ratte, die ich gesehen habe. Und ich habe sie eigentlich nicht angefasst zu trauen, weil ich war so in dem Moment, das gibt's doch nicht. Ihr lasst mir tatsächlich eine Ratte anfassen, wenn die mich beißt oder wenn die, was kann passieren? Ich hatte richtig Schiss. Ihr seid ja zurzeit viel unterwegs, seit es die Show gibt. Unter anderem wart ihr bei der großen Show von Verstehen Sie Spaß im Studio. Wie war's denn da, Mensch? Ja genau, das war letzte Woche. Das war natürlich eine mega Erfahrung. Ich muss sagen, ich war echt nervös vorher, aber es hat einfach total viel Spaß gemacht. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben so viele Leute getroffen. Es war echt ein tolles Erlebnis. Und wir durften Gino treffen, ja. Genau, und wir durften zum Beispiel Emilia Schüle interviewen. Mhm. Und diese Interviews, die kann man auch backstage dann sehen. Ja, gerade gesagt, das war mega cool. Die ganzen Sachen kann man sich anschauen auf eurem YouTube-Account. Genau. Wir haben für euch und auch für Amelie eine kleine Grußbotschaft. Guck mal, wer euch da was geschickt hat. Liebe Grüße an den Tigerenten-Club, wo ich übrigens auch vor längerer Zeit schon mal zu Gast war. Liebe Amelie, lieber Johannes, ich weiß, ihr habt heute prominenten Besuch. Maxine und Sinan sind da und die waren gerade bei mir auch in der Live-Sendung Ende Oktober bei Verstehen Sie Spaß auf unserem Sofa und haben das ganz, ganz toll gemacht. Aber ich weiß, die beiden machen immer irgendeinen Blödsinn. Sinan und Maxine, benehmt euch bitte, ja? Achso, Amelie, noch eine kurze Zwischenfrage. Waren die Würmer lecker? Hat's gut geschmeckt? In dem Sinne, Gruß aus München. Tschüss! Ja, waren die Würmer lecker? Ja, ich weiß nicht, wie die geschmeckt haben im Nachhinein. Es war, war lecker. Ich habe mich halt herausgefordert. Ich habe jetzt nicht mehr so Angst vor Krabbeltierchen. Wäre das nicht mal was, wenn man Guido reinlegt? Also ihr mit eurer Show? Das ist mega! Das wäre richtig cool. Was, ich glaube, der ist richtig schwer reinzulegen. Der macht das ja auch Doch, schon der wurde schon mal reingelegt. Ja. Der wurde schon reingelegt, aber noch nicht von euch beiden. Von uns noch nicht. Ja. Das wäre vielleicht echt eine Idee. Ich werde gleich herausfinden, ob man euch drei reinlegen kann. Was wir machen, verraten wir euch gleich. Vorher geht's weiter mit unserem Wiss-Quiz. Es ist Zeit für unser Wiss-Quiz und damit Zeit für diese Kategorien. Wir haben heute Tiere, Berufe, Drachen, Essen, Umwelt und Kunst. Dann starten wir mit den Fröschen, weil wir aktuell hinten liegen auf dem Notbremsenkonto. Also, der Zufallsgenerator läuft gleich. Ihr sagt Stopp und dann buzzer ich, okay? Zufallsgenerator ab. Stopp! Ja! Es geht um Tiere. Und zwar, es geht um einen krummen Schnabel, lange Beine und rosa Gefieder. Was für ein Ding. Auf der karibischen Insel Curaçao wurde das verletzte Flamingo-Mädchen Odi von Tierärztin Odette gesund gepflegt. Der zahme Bob hat sie dabei unterstützt. Jetzt wird Odi zurück zu ihren Artgenossen gebracht. Odette weiß, wo sie Flamingos findet. Sie lieben seichte Buchten und Seen, wo sie mit ihren krummen Schnäbeln Krebse aus dem Wasser sieben. Dort wird Odi einen Partner finden und mit ihm ein Nest bauen. Und das ist die Frage. Woraus bauen die meisten Flamingos ihre Nester? Woraus bauen die meisten Flamingos ihre Nester? A. Palmzweige. B. Schlamm. Oder C. Schneckenhäuser. Ich weiß es. Schlamm. Schlamm. Aber woher weißt du das? Schlamm! Ja, aber woher? Es war im Film zu sehen. Ach so, okay. Mhm. Okay, dann Schlamm. Mein Team zerfällt. Schlamm nehmen wir. Jetzt Schlamm. Haben wir doch den Lachflash. Also, was loggen wir ein? Schlamm. Schlamm. Also gut, wir loggen ein Schlamm. Ob das stimmt, das schauen wir uns an, Schlamm. Mit den Schnäbeln schieben die Flamingos Schlamm zusammen, bis ein fester Kegel entsteht. Obendrauf liegt das Ei sicher in einer kleinen Mulde. Nach dem Schlüpfen hat das Küken einen prima Aussichtsturm. Ich flippe aus. Punkt für die Frösche.
Ein schlammiger erster Punkt für die Frösche, liebe Tigerenten. Dann Zufallsgenerator ab. Und stopp schreien. Stopp! Drachen. Ja, okay, wie es geht jetzt hier um Drachen. Keine Sorge, wir fliegen nach Berlin und zwar zu unserem Tigerenten-Reporter Janosch. Das ist Berlins riesiger Freizeitpark. Das Tempo verfällt. Auf dem ehemaligen Flughafen lässt es sich nämlich hervorragend surfen, joggen, radeln und Drachen fliegen. Drachenexperte Grischer hat uns eine Lenkmatratze im Drachenladen mitgebracht. Die probieren wir jetzt aus. Einmal Flugschnur rechts und einmal links. Zack. Und jetzt sind wir eigentlich schon flugfertig. Auf Position. Okay, jetzt. Jetzt will ich wissen, wie das geht. Solange ich rechts ziehe, blau, fliegt der Uhrzeigersinn. Okay. Solange ich links ziehe, fliegt er gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Und jetzt ich. Wow. Sag mal, wie viel Wind brauchen wir eigentlich für so eine Lenkmatte? Also wir haben jetzt gute 3 Windstärken, das sind so 15 km/h, das ist optimal. Was ist, wenn es zu wenig Wind gibt? Was macht man dann? Dann ist wichtig, dass man ganz vorsichtig lenkt. Und jetzt meine Frage an euch. Was ist ein anderer Begriff für Windstille? Also eins ist schon mal klar, Janosch hatte mega viel Spaß am Tempelhofer Feld in Berlin. Ich wiederhole eure Frage, liebe Tigerenten. Was ist ein anderer Begriff für Windstille? Ist es A, Flaute? B, die Ruhe oder C, Ebbe? Flaute. Ich sag Flaute, ja. Flaute. Ja, glaube ich auch. Line sagt Flaute. Weil was Ebbe du, ist ja am Meer. Flaute. Ja, Flaute. Flaute. Wie hast du dir das hergeleitet? Also Ebbe ist ja am Meer oder an der Nordsee oder so. Und Ruhe ist ja so mit Lautstärke. Einfach so, ja, und Flaute, also keine Ahnung, das kommt mir jetzt am logischsten vor. Bekannt vor, irgendwie seglerisch, wenn Flaute ist, kann man nicht segeln. Also sind wir mal ganz ruhig und locken ein A, Flaute. Oder werden wir ganz laut, weil das ist unser erster Punkt. Yay! Weiter geht's mit dem Froschen Zufallsgenerator ab. Essen. Stopp. Und es geht um Berufe. Hier kommt eure Frage. Hier geht es rund. Vollautomatisch werden dünne Fasern gedreht zu dicken Tauen. Handarbeit ist aber immer noch gefragt bei der Tauherstellung. Taumacher brauchen Platz für die langen Seile. Früher waren die Bahnen, mit denen Seile gedreht wurden, oft 300 Meter lang. Mit so einem dicken Seil kann man ein Schiff am Kai festmachen oder einen Riesenbrummer hinter sich herziehen. Und hier ist die Frage: Welche berühmte Straße hat ihren Namen vom Taumacherhandwerk? Okay, gar nicht so einfach für eine Klasse aus Baden-Württemberg. Eure Frage ist: Welche berühmte Straße hat ihren Namen vom Taumacherhandwerk? A. Die Königstraße. B. Unter den Linden. Oder C. Reeperbahn. Also ich habe keine Ahnung. Denkst du? Wir dürfen Herr Schieß nicht enttäuschen. Jasmin, sag du. Wir müssen, glaube ich, raten, weil wir alle keine Ahnung haben. Unter den Linden. Ja, hätte ich auch gesagt unter den Linden. Dann sag einfach. Jetzt unter den Linden. Ja, okay, unter den Linden. Wir nehmen unter den Linden. Ja. Ja. Dann loggen wir ein B. In der Nähe eines großen Hafens werden besonders viele starke Taue gebraucht. Und richtig ist die Antwort, es ist die Hamburger Reeperbahn. Oh. Weil Reep ist ein anderes Wort für Tau. Ja, das wussten wir aber nicht. Nee, ich wusste es auch nicht vorher. Schwierige Frage. Kommen wir zu den Tigerenten. Es gibt noch Essen, Umwelt und Kunst. Lieber Zufallsgenerator, bitte ab und ihr schreit Stopp. Stopp.
Umwelt. Ja, das ist so gut hier. Und da reisen wir nach Afrika, weil daher kommt eine super gute Idee zur Energieerzeugung. Dieser riesige Rucksack ist nicht so schwer, wie er aussieht, denn er ist mit Gas gefüllt. Mit seinem Inhalt kann die Familie dieser Frau in Äthiopien 2 Tage lang kochen. Brennstoff ist knapp dort. Es gibt kaum noch Brennholz und auch nicht überall Strom. Und wo kommt das Gas her? Das wird selbst gemacht, auf einem Bauernhof. In dieser Hülle gärt eine Masse. Dabei entsteht Gas, das dann mit einem Schlauch in den Sack geleitet wird. Die Masse wird immer frisch angerührt, aus Wasser und, ja, das ist die Frage, was noch? Riechen wir mal weiter. Die Frage an euch. Was wird zur Erzeugung des Gases genutzt? Ist es A, Gras, B, Öl oder C, Mist? Mist. Ganz klar Mist. Mhm. Aus der Pistole geschossen? Ja. Also ihr könnt Gras ausschließen? Ja. Öl auch? Ja. Und loggen wir ein C, Mist? Ja. Mit dem Wasser wird Mist natürlich vermischt. Ganz richtig. 2. Punkt für die Tigenten. 2 Rubriken sind noch offen, Essen und Kunst. Zufallsgenerator ab. Stopp. Nein. Es ist Kunst geworden und wir schauen uns jetzt Kunst an, und zwar in Pirmasens. In Pirmasens. Die Künstlerin Isidora Lopez hat mit ihrer Kunst graue Wände in einer chilenischen Stadt in ein buntes Durcheinander vieler Naturmotive verwandelt. Das wollte die Stadt Pirmasens auch haben. Isidora sollte einen tristen Treppenaufgang umgestalten. Viele Menschen haben altes Geschirr für das Kunstwerk gebracht. Aus den passenden, zerkleinerten, bunten Teilchen haben Isidora und ihre Helferinnen dann Naturmotive geschaffen. Aus der ganzen Welt kamen auf Netze geklebte Vogelbilder. Am Ende war die traurige Treppe nicht wiederzuerkennen. Und das ist die Frage. Wie nennt man diese Kunstform mit kleinen Steinchen? Unfassbar aufwendig, aber auch unfassbar schön. Jetzt die Frage für euch, Frösche. Wie nennt man diese Kunstform? A. Osamik, B. Mosaik oder C. Kosami? Mosaik, ich habe das früher auch immer gemacht. Ja. Was hast du da früher gemacht? Da gab es so ein Set, wo man halt, das war irgendwie irgendwas wie Pappe. Das konnte man auf so Dinger kleben halt. Da stand Mosaik drauf. Das okay. Mosaik. Ja, gut, ich frage nicht weiter. Also nehmen wir B. Ja. Gut, wir loggen B ein. Und diese Antwort ist richtig. Punkt für die Frösche. Bleibt nur noch Essen übrig. Das buzzer ich euch sofort. Und wir alle lieben es. Es geht um Schokolade. Ist nur die Frage, wo kommt diese her? Solche Früchte sollen in Ecuador in Südamerika schon vor 5000 Jahren angebaut worden sein. Frisch aus der aufgebrochenen Frucht schmecken die großen Samen bitter. Sie müssen getrocknet und geröstet werden, bevor sie mit Zucker und weiteren Zutaten verarbeitet werden. Zu Schokolade. Servio und seine Mitarbeiter bauen eine alte, besonders wertvolle Sorte an. Die Bäume brauchen viel Wasser und Wärme. Und sie gedeihen nur im Schatten größerer Bäume, die vor Wind und zu viel Sonne schützen. Und das ist die Frage. Könnt ihr euch denken, wie man die hohen schützenden Bäume nennt? Die schützen. So einen Schokobaum hätte wohl jeder gerne zu Hause. Eure Frage: Wie nennt man die Bäume, die den Schokofruchtbäumen Schatten spenden? Ist es A, die Kakaomütter, B, die Sonnenkinder oder C, die Kaffeetanten? A. Ich sag auch A. Obwohl, aber es können auch Sonnenkinder, weil die schützen ja vor der Sonne. Was war nochmal das Erste? Das Erste Kakaomütter. Kakaomütter, B. Sonnenkinder und C. die Kaffeetanten. Also Kaffeetanten auf keinen Fall, glaube ich. Ich denke Kakaomütter. Ja, ich denke auch Kakaomütter. Seid ihr euch einig? Am Ende nehmen wir A. Ja. Loggen wir A. Kakaomütter ein. Madres de Cacao nannten die spanischen Eroberer die Bäume. Und das sind auf Deutsch die Kakaomütter. Ja. Wir haben eine nächste Notbremse auf dem Konto, und zwar die 4.
Das war unser Wisquiz. Jetzt steht es 4:1 für die Tigerenten. Richtig gut. Ich bin gespannt, ob die Frösche das noch drehen können. Werden wir sehen. Jetzt wollen wir erstmal weiter quatschen über die lustigsten Pranks und Streiche, die ihr uns die ganze Sendung über geschickt habt auf tigerentenclub.de. Ich rufe die mal ab, die Streiche, und ihr sagt mir, ihr beiden und Amelie, du auch, wie ihr die findet. Also, der erste Streich kommt von Johanna. Sie sagt, der beste Streich ist es, Schokolade zu erhitzen, die flüssige Schokolade auf eine Gewürzgurke zu streichen, dann ein Holzstäbchen reinzustecken in die Gurke und dann den Geschwistern als Schokololli geben. Finde ich gut. Super kompliziert. Also braucht man auf jeden Fall viel Aufwand für, ne? Aber es ist schlau. Wir wollen auch gleich mit euch spielen. Deswegen ist Philippa uns zugeschaltet. Hallo Philippa, guten Morgen. Hallo. Hi Philippa. Würdest du reinfallen auf so eine Gurke, die mit Schokolade überzogen ist? Nee, weil ich mag keine Schokolade. Ah gut, das ist natürlich krass. Das ist schlau. Wenn man keine Schokolade mag. Okay, nächster Prank von Böse Schwester. Meine böse Schwester hat mir mal eine braune Schnecke ins Bett gelegt. Voll eklig. Ich habe mich erschrocken und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Oh. Also eine Nacktschnecke? Ist fies, aber schleimige. Ist ein guter Prank. Oh, ich habe noch einen guten. Von Paul. Hab am 1. April meinen Eltern Frischhaltefolie unter den Klodeckel gespannt. Oh. Oh Mann. Wie soll das gehen? Ja, sind die darauf reingefallen? Gute Frage. Paul, also wenn du uns schreiben möchtest, hat der Prank funktioniert, bitte schreib's uns, haus in den Live-Chat, tigerettenclub.de, ob deine Eltern reingefallen sind und was das für eine Sauerei im Bad war. Ja, ganz schön ekelhafter Prank. Wirklich reingefallen. Oh, so Leute, jetzt wollen wir gucken, ob man euch reinlegen kann. Wir bilden zwei Teams. Einmal Team Sinan und Maxim. Und Amelie spielt zusammen mit Philippa. Es geht darum, ich werde euch drei Geschichten vorlesen. Diese Geschichten sind richtig oder falsch Geschichten. Und ihr müsst mir sagen, glaubt ihr diese Geschichte oder glaubt ihr sie nicht? Hinter euch liegen Schilder. Bitte mal in die Hand nehmen. Da steht ein Ja und ein Nein drauf. Ladies first. Philippa, du darfst dich natürlich mit Amelie auch beraten. So. Und dann kommen wir zur allerersten Geschichte. Es geht um Kühe. Wenn Babys zu viel Möhrenbrei essen, werden sie rötlich-braun im Gesicht. Das liegt an einem bestimmten Inhaltsstoff der Möhre. Deswegen dürfen Kühe auf gar keinen Fall mit zu viel Karotten gefüttert werden, sonst färbt sich ihre Milch rötlich oder sogar rosa. Glaubt ihr die Geschichte oder nicht? Philippa, hast du eine Kuh zu Hause? Nein. Ah, Mist. Wir müssen uns leise beschäftigen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Die essen ja sehr viel Gras, also. Ja, die essen Gras und Heu und das Karotin, das färbt, glaube ich schon, aber. Ihr müsst euch entscheiden, glaubt ihr die Geschichte oder nicht? Entscheidung in 3, 2, 1. Du glaubst nicht? Nee. Nein. Boah, beide richtig. Diese Geschichte ist kompletter Quatsch. Puh. Nächste Geschichte. Es geht um Krokodile. Krokodile sind ziemlich geschickte Jäger. Am liebsten fressen sie Fleisch. Was sie aber auch fressen, sind Steine. Glaubt ihr die Geschichte? Ja oder nein? Boah, Steine. Das kann ich mir vorstellen. Nein, glaubst du nicht? Leute. Das ist von Kühen, dass sie das machen. Ich weiß es nicht. Von Kühen oder sowas, aber nicht bei Krokodilen. Das kann irgendwie sein, ja. Philippa sagt nein, ich gehe mit dir. Dann bitte eure Entscheidung in 3, 2, 1, go! Ja. Ja. Ui! Und es ist tatsächlich wahr. Ja! Genau unter der Oberfläche die Krokodile essen deswegen Steine, die fressen sie, um unter der Wasseroberfläche zu bleiben. Wie geschickt! Kommen wir zur allerletzten Geschichte. Wow. Marienkäfer. Also, ihr kennt das auch. Ihr seht einen Marienkäfer und fangt an, die Punkte zu zählen. Anhand der Punkte lässt sich genau sagen, wie alt dieser Marienkäfer ist. Glaubt ihr die Geschichte, ja oder nein? Das weiß ich sogar. Ja. Oh. Ja. Sie haben uns abgeschaut, glaube ich. Euer Ergebnis sicher. Ich hab das in 3, 2, 1, go. Leute, diese Geschichte ist tatsächlich falsch. Was? Ja, also Marienkäfer, die haben ihr Leben lang die gleiche Anzahl von Punkten auf dem Rücken. Und das Einzige, was diese Punkteanzahl entscheidet oder sagt, ist wohl die unterschiedliche Art bei Marienkäfern. Nein! Oh Mann. Habe ich jetzt auch gelernt. Haben wir wieder was gelernt. Ich hätte schwören können, in der Grundschule war es noch anders. Philippa, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Dir ganz liebe Grüße nach Karlsruhe. Du bekommst natürlich von uns eine Tigerente nach Hause geschickt. Die bekommt dir auch Sinan und Maxim und Amelie. Du darfst dir natürlich
die madagassische Schmuckratte nehmen. Es ist soweit. Bitte schön. Ich freue mich. Und jetzt geht's weiter im Studio mit den Tigerenten und den Fröschen. Teamduell. Ich liebe das Teamduell, denn da muss jeder Frosch und jede Tigerente zeigen, was er kann. Denn nur wenn ihr am Ende zusammenarbeitet, dann gibt's auch für das Team eine Notbremse. Die Teams täten in drei Disziplinen gegeneinander an, um sich gegenseitig einen Vorsprung zu erspielen. Aber erst am Schluss entscheidet sich dann, wer die letzte Notbremse des Tages auf sein Konto verbuchen kann. Wir fangen hier im Studio an mit euch beiden, mit unserer Bleistift-Challenge. Das heißt, ihr müsst die Bleistifte auf den Handrücken legen. Günther hat es schon mal vorgemacht hier. Und dann müsst ihr sie nach oben werfen und alle fangen. Nämlich genau so. Das schafft Günther. Ja, also zumindest in der Theorie soll es genauso funktionieren. Wer das ein bisschen besser macht als Günther, der bekommt 3 Sekunden Vorsprung. Und diese 3 Sekunden bekommen unsere 2 Mädels, Sarah und Line, im Quälgang. Der Quälgang besteht aus fiesen Hindernissen. Und zum Schluss muss die Glocke geläutet werden im Klettergarten, damit dann wer losstarten kann. Jasmin und David hängen bereits in den Seilen. Sie müssen zum einen den Parcours am schnellsten bewältigen. Wer die Glocke betätigt, bekommt 3 Punkte. Aber auf ihrem Weg hängen noch gelbe und grüne Säckchen. Die können sie abnehmen, wenn sie wollen, in die Zielscheibe werfen. Und da kann man auch noch mal Punkte sammeln. Und dann ganz am Ende gibt es eben für das Team die Notbremse oder nicht. Aber aufregend. Wir fangen hier an. Puh, jetzt bin ich gespannt. Lieber Oskar, du darfst beginnen mit einem Stift. Super. Leonas, sehr gut. 2 Stifte für Oskar. Und bitte. Easy. Lasst euch Zeit. 2 Stifte. 3 Stifte einmal durchatmen, Oskar. Und bitte. Puh. Ah, nein, der 3. Stift fällt runter. Beim 3. Stift macht nichts. Aber vielen lieben Dank, Oskar. Du hast dir nämlich gerade für Line einen 3-Sekunden Zeitvorteil erspielt. Sie startet im Quälgang gegen Sarah. Es geht los in 3, 2, 1, go! Line, los! Komm, Sarah, komm! Da hat sie einen riesen Vorsprung schon. Oh, da macht natürlich auch die Größe was aus. Line ist... Wow. Bitteschön. Wie hangelt Line denn da? Dieses Hangelhindernis, das wurde genascht von Line. Komm schon, Sarah. Durch die Stunttür. Ah, sie hat das Gefährt vergessen. Dann kann Sarah vielleicht ein bisschen aufholen. Oh, Sarah hat, glaube ich, Probleme mit der Tür. Komm schon, Sarah! Line gleitet und David los! Jasmin, mach dich bereit, Sarah kommt gleich. Kommt sie? Los, David. Sie kommt, Moment. Auf die 2 und Tarzan springt ganz ruhig. Jasmin, los geht's! Geh mal aus dem Weg! Ey, aus dem Weg! Oh ja, Entschuldigung! Oh, sau gut! David, einmal durchatmen. Achtung, ich stehe im Feld. Achtung. David. Los. David. Und wir sind schon kurz vom Ziel. David. Jasmin ist auch ein kleines Kletteräffchen. Das sieht super gut aus. Jasmin macht das super. Muss natürlich was aufholen. Los. Komm, Jasmin. Die Glocke. Jasmin, du hast mega viel aufgeholt. Jasmin, du hast richtig aufgeholt. Wir lagen leider so weit hinten. Deswegen weigere ich auch, mich hier auszuzählen. Ich zähle. 3 für die Tigerenten plus 1 Punkt sind 4. Plus 2 sind 6. Was haben wir noch? Hier 7. Und das ist dann eine 8. Und ihr habt auch 3 erspielt. Das heißt, die letzte Notbremse des Tages geht an die Tigerenten. Sobald die doch 4 Punkte haben. Das war die letzte Notbremse vor dem großen Finale. Los ging's im Studio mit Oskar und Leonas. Sie fangen beide die Bleistifte. Dann ging's ab in den Quälgang. Und das große Finale findet statt im Klettergarten. Und am Ende hat mal wieder Team Gelb die Nase vorn. Das heißt, die Tigerenten führen mit 5 Notbremsen. Die Frösche haben 1. Aber wenn ich eine Sache weiß, dass ich das noch alles ändern kann, und zwar beim wilden Ritt auf der Tigerente. Fünf
Notbremsen für die Tigerenten, eine Notbremse für die Frösche. Das sieht eindeutig aus, aber es heißt gar nichts. Noch ist nichts entschieden? Nee. Wir spielen Rodeo-Reiten. Das bedeutet, ihr dürft euch nur mit einer Hand festhalten und sobald ihr runterfliegt, ist das Spiel entschieden. Ihr habt genug Notbremsen, also rechtzeitig erbuzzern, liebe Nina. Dann startet unser großes Finale für die Tiger und die Frösche in 3, 2, 1, go! Oscar, Oscar, Leonas, komm schon, Leonas! Wir haben die erste Notbremse eingesetzt. Die Frösche haben noch eine. Jasmin beobachtet die ganz cool. Ui. Du brauchst wieder Notbremse! Zieh dich hoch, Leonas, zieh dich hoch! Wir haben die zwei. Leonas, durchhalten! Leonas sieht sehr wackelig aus. Oskar hat ein Pokerface auf. Oh, Leonas macht das mal sehr gut. Komm, mach richtig! Komm mit dir, komm mit dir! Nein! Es ist nicht schlimm, liebe Frösche. Für die Frösche den Silberpokal. Und Nina nimmt ihn schon für die Tiger, denn verdient den Goldpokal. Das war einfach eine Notbremse zu viel für die Tigerenten. Beide reiten zwar gut, aber 5 Notbremsen auf dem Konto bedeutet, es wird gejubelt auf der Tigerente. Es gibt Konfetti und den Goldpokal plus Medaillen für die Tigerenten. Und das war's auch mit dem Tigerentenclub heute. Dankeschön an Sinan und Maxim. Viel Erfolg mit Verstehen Sie Spaß, Kids. Schön, dass ihr bei uns zu Gast wart. Viele lustige Pranks. Ja? Und Amelie, schön, dass wir dich pranken durften. Danke fürs Reinlegen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Leute, wir sehen uns wieder nächste Woche. Dann geht's darum, wo kommt unser Essen her? Wie wird Käse gemacht? Wie sieht vernünftige Tierhaltung aus? Das alles nächste Woche. Macht's gut. Schönes Wochenende. Tschüss.